angekündigt, testen wir mal dieses Gerät. Ich habe damit noch nie gearbeitet, deswegen bin ich auch nicht ganz sicher, ob ich alles richtig mache, aber ne? Wer nicht ausprobiert, der lernt nicht. Das Rohr, was da drin steckt, ist ein 48,3 mm Außendurchmesser mit 2,6 mm Wandstärke, wo ich plane, aus diesem Material einen Überrollkäfig zu bauen. Und zwar handelt es sich auch um nahtlos gezogenen ST37 Stahl, inklusive Prüfbericht über Festigkeit etc. pp., was vielleicht später von TÜV noch interessant ist. Und zwar soll als passende Matrize die 1,5 Zoll passen. Also ich passe hier rein, nur normal mal, noch so ein bisschen Spiel links, rechts, mal gucken. Wie gesagt, man muss mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe dieses Rohr, vorsichtshalber, wie man hier sehen kann, einfach mal mit Sand gefüllt, da ich nicht sicher bin, ob die Wandstärke von 2,6 mm ausreicht, dass es nicht knickt oder sich streckt, bei immerhin 16 Tonnen Druck, die drauf lasten. Wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen zu biegen, vielleicht 90 Grad, und gucken uns das Ergebnis an. Natürlich schön mit Druckluft. Gucken wir mal. So, hier haben wir das Rohr. Würde man sagen, dafür hat man keine Arbeit gehabt, hat beim Biegen ist es eigentlich ganz gut geworden. Das Einzige, was mich ein bisschen wurmt, ist, dass es trotzdem, was man jetzt hier auf der Oberkante sieht, breit gedrückt ist. Ich vermute jetzt mal ganz stark, weil da, wo es breit gedrückt ist, passt es mit der Matrize rein, und hier bei normalen Rohren sieht, legt da mal rein. Seht ihr, ein bisschen Spiel. Ich vermute, dass vielleicht das Rohr einfach nur zu klein ist. Man sagt ja, das Wichtigste ist, dass eben das Rohr in die Matrize reinpasst, wenn man sieht, wie es so spielt und er sich deswegen breit drückt, ist natürlich nicht so gut. Ja, da muss man mal gucken, ob ich vielleicht eine, ob man noch Matrizen bekommt in dem anderen Durchmesser. Ich habe jetzt noch 40er Rohr drüben liegen, womit ich plane, als Übung so ein bisschen, für den blauen Ascona eine Heckdomstrebe zu bauen. Das ist eine ganz gute Übung, muss mal gucken, ob eine passende Matrize für das Rohr da ist. Und dann kann man ein bisschen üben. Ja, ist jetzt ein bisschen scharf dran. Wobei die Frage ist, ob das jetzt so negativ zu sehen ist. Müsste da noch ein bisschen gucken, ob man das vielleicht besser hinbekommt. Ich denke mal an der Matrizen, oder ich habe schon mal gelesen, dass manche die auslegen, damit eben so ein Spiel wie hier, man sieht das ja jetzt ganz deutlich, dass hier so ein bisschen Spiel drin ist, dass so ein Spiel ausgeglichen ist und die sich dann deswegen nicht breit drücken. Ja, fürs erste Mal denke ich mal, es ist okay. Ich werde sicherlich viel Spaß mit dem Gerät noch haben, da man so einige Sachen schön machen kann damit. Ja, Übung macht den Meister bekanntlich. Ja, brauchen wir jetzt so ein Gerät? Ist es sinnvoll, sich das zu kaufen? Puh, ja, meiner Meinung nach, die kleine 12-Tonnen-Version. Ja, also wenn man mal einen Auspuff reparieren will, dann muss man sich noch ein Meterrohr hinlegen. Also 2 Meter Stücke kriegt man ja, oder sogar 6 Meter Rohr, die man irgendwo einlagert. Dann kann man sich Bögen so biegen, wie man sie gerade braucht, und einschweißen, um die Anlagen zu reparieren. Oder auch Heck- oder Domsträben, auch allgemein so kleine Streben zu bauen, reicht dieses Gerät locker. Ich würde sagen, da es auch preislich selbst neu nicht übermäßig teuer ist, würde ich sagen, wenn Geld vorhanden ist, kann man sich sowas ruhig holen.
Hier handelt es sich natürlich um die etwas bessere Version mit 16 Tonnen und Druckluftanschluss. Wenn sie jetzt nicht so günstig gewesen wäre, denke ich mal, hätten wir auch nur die 12-Tonnen-Version irgendwann gekauft oder hätten sie gekauft, da wir so ein Rohrbi-Gerät schon länger geplant hatten, eben vorrangig für Auspuffanlagen anzufertigen oder für Reparatur. Dann hätten wir, wie gesagt, auch wahrscheinlich die kleine Version geholt, die hätte auch locker gereicht, um bis zu 2 Zoll Auspuffanlagen herzustellen. Mehr hat man ja außer im Turbobereich sowieso nicht. Jetzt haben wir die Version relativ günstig bekommen, die ist auch ganz gut. Die Preise der einzelnen Robby-Geräte habe ich jetzt mal so in einer Liste gerade eingeblendet. Da kann man sich orientieren. Sonst bei eBay oder eBay Kleinanzeigen, wo wir auch das Gerät hier haben, einfach mal die Augen aufhalten. Dann kann man schon ein Schnäpperchen machen und wenn man vielleicht Glück hat, kriegt man vielleicht sogar schon Semi-Profi-Geräte, die anders aufgebaut sind. Aber da muss man schon ja, ein lila Scheinchen hinlegen, wenn man da was haben will in der Richtung. Und dann muss man sich wirklich fragen, ob sowas für einen Hobby-Schrauber angebracht ist. Das muss man sich dann überlegen.